Dann habe ich noch gesehen, dieses hier. Ein Rohr. Das musst du jetzt auch mal erklären, was das ist, wofür das ist. Ja, das ist ein Rohr, das habe ich mir nicht selber erfunden. Das habe ich abgeguckt, als die Juniorennationalmannschaft bei uns in Lahten war. Ja, ist eigentlich ein ganz einfaches, simples Rohr. Das kann sich jeder aus dem Baumarkt besorgen. Einfach ein 80er Rohr. Man schneidet zwei Löcher rein. Das ist ein alter Fahrradschlauch, den hat auch jeder rumliegen. Man befestigt den hinten einfach als Knoten und mit ein bisschen Tape und macht ihn fest. Man muss diesen Kreis hier nochmal definieren, den wir hier haben. Ja, und damit kann man eigentlich sehr gut die Annahme trainieren. Also wir haben das gesehen, das wird über den Kopf, der Fahrradschlauch wird über den Kopf gezogen. Ja, und dieses Rohr sitzt dann unterhalb der Arme. Unterhalb der Arme, rechts, genau. Also vor der Brust praktisch. Ja. Ja, und verhindert damit, ganz klar, das Heranziehen der Arme. Ja. Die Arme, die immer schön gestreckt sind. Und das sieht man auch im Training. Ne? Also wenn man deinen Mädels hier da beim Training zuschaut, sieht man, dass sie genau diese Haltung auch haben. Und kommt das immer noch im Training vor? Also nutzt du das immer noch? Ich nutze das immer regelmäßig. Man sagt immer Zucker, Brot und Peitsche. Ich brauche es eigentlich nur erwähnen und die Hand nehmen, dann funktioniert es meistens schon von alleine. Und bei den kleineren Mädchen unten, dann nutzen wir es sehr oft. Das heißt, du hast auch mehrere von diesen Dingern? Ja, aber wenn man das sieht, der Schlauch ist abgeschnitten, das heißt, da kriegst du aus einem Schlauch ja schon mehrere Geräte raus. Ja, genau. Sehr gute Idee.